Eine Situation wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 dürfe es nicht wieder geben, sagte CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Deshalb müsse offen darüber diskutiert werden. Und ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun. Ein peinlicher Versprecher gleich zu Beginn, der für Gelächter sorgte. Natürlich waren die Christdemokraten gemeint. Das hat etwas damit zu tun, dass die Sozialdemokraten zurzeit gerade dabei sind, ein großes Trauma ihrer Partei, nämlich das Thema Hartz IV, aufzuarbeiten. Auch die CDU will ihr Trauma aufarbeiten. Eine Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel, so Kramp-Karrenbauer, sollte es aber nicht werden. Es gibt die einen, ich will das offen sagen, die erwarten, dass das so eine Art Tribunal wird über alle die, die in 2015 Verantwortung getragen haben. Und es gibt die anderen, die sagen, es darf auf keinen Fall der Fall sein. In Arbeitsgruppen sollen Politiker und Wissenschaftler heute Handlungsempfehlungen erarbeiten für Parlament und Regierung. Kanzlerin Merkel ist nicht dabei.